Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War, wo wir gerade dabei sind, einen Drachen aus seinem Kerker zu befreien, und zwar Fafnir, dessen Lagerraum wir vor gar nicht so langer Zeit geplündert haben. So Junge, und was steht da an der Wand? Fafnirs Schwanz. Wenn du das liest, verschwinde. Du gehörst hier nicht her. Das ist meine Schlucht. Und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Du bist immer noch da? Ich sagte, geh weg. Das sind meine Schätze. Die gehören mir allein. Die besten Sachen sind sowieso in meinem Lagerraum. Aber denk nicht mal dran, ihn zu betreten. Er ist gut bewacht, dafür habe ich gesorgt. Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden. Schon gar nicht einen von Ivaldis dummen Söhnen, der mich vor den Gefahren der Gier warnt. Ich muss nur in meinen neuen Warnenspiegel schauen, um zu sehen, was mit meiner Haut passiert. Aber das ist mir egal. Mit meinen Schätzen fühle ich mich sicher. Sie wärmen mich von innen, wie der Atem eines Drachen. Hau ab, Fafnir. Tja. Ich finde das schon ein bisschen seltsam, dass wir Drachen befreien und nicht draufklöppeln, bis sie umfallen. Ja, das passt gar nicht zu Kratos. Das ist so völlig out of character für ihn. Ja, aber letztendlich bin ich es ja, der entscheidet, dass er das macht. Nein. Okay, da war ich ja schon. Auf der anderen Seite. Was bist du denn für einer hier? Jetzt war wirklich bei, au. Jetzt sind wir wirklich hier bei Dark Souls angekommen, ne? Ausgesprungen. Springer töten. Treffen Sie mehr dieser stark geschützten Schwertkämpfer. Oh nee, das ist nicht wirklich erforderlich. Also kann ich auch darauf verzichten, will ich damit sagen. Springer. Sie tragen starke Rüstung, haben große Schwerter und gehören zu den stärksten Gegnern, die wir getroffen haben. Wer sind Sie und worauf sind Sie aus? Mutter hat die Springer nie erwähnt. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele von ihnen bekämpfen müssen. Ich auch. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Die
wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Bahn. Moment, ganz kurz. Sprung ins Ungewisse. Springerrüstung anfertigen. Okay. Schmuckstück geraubt. So, das ist die andere Seite. Jetzt müssen wir nur noch gerade durch, ne? Fafnir, alter Junge. Hm? Du und ich? Sind doch Buddies, oder? Ja, wir sind doch Buddies. Wir gehören doch zusammen, oder? Junge. Voll uncool. Wenn man bedenkt, was ich hier gerade mache, ist das voll uncool. Wer weiß, vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich habe beides. Hinter dir! Fafnir, wenn du so freundlich wärst. Und dann Blum. Okay, das hat richtig gegessen. Das hat definitiv richtig gesessen. Noch nicht voran, leider. Oh, hat er sich gerade komplett geheilt, der Sausack. Bin so weit. Ich komme. Werde ich ihn doch mal benutzen müssen. Und Alter, Fafnir, das ist nicht gerade hilfreich gerade. Junge, ich versuch grad dich zu retten. Das ist echt ein bisschen uncool, was du da gerade machst. Höre ich da gerade schon wieder so eine blöde. Au, Junge! Ja, auf damit! Natürlich höre ich sie. So, ich stehe jetzt einfach hier und lass ihn immer wieder drauf schießen. Fast geschafft! Nur noch zwei! Wieso nur noch zwei? Zählst du Fafnir mit? Bitte sag mir, du zählst Fafnir mit. Komm hier. Volles Brett aufs Maul ist das Einzige, was du von mir kriegst, du olle Putte. Das ist ja gerade so gar nicht nervig hier, ne? Ich verliere auch langsam so ein bisschen die Lust daran, Fafnir zu befreien, bin ich ganz ehrlich. Der macht mir nicht gerade einfach, der dumme Sack. So. Wenn wir das nächste Mal jetzt bei Sindri sind, weil ich gehe mal davon aus, dass der auch noch einen Nebenauftrag für uns hat, müssen wir uns unbedingt wieder so einen Wiederbelebungsstein kaufen. Bitte schön, du kleiner Mistkerl. So, und jetzt verpiss dich und tritt mir nicht mehr unter die Augen. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Boah. Brillante Schuppe des Gefesselten. Moderate Bonus-Aktivierungschance auf einen Runensegen bei einem Runenangriff.
Drachengefallen erledigt. Fafnirs Flug. Das war der zweite von drei Drachen, die wir befreien müssen. Und der war um einiges lästiger als der erste. Fafnir. Fafnir war ein Zwerg. Laut Mimir einer von Ivaldis Söhnen. Doch er war gierig und seine Gier verwandelte ihn in einen Drachen. Es klingt absurd, aber ich habe ihn selbst gesehen. Er war ein Drache. Ob es wohl schmerzhaft war, vom Zwerg zum Drachen zu werden? Wie lange hat es gedauert? Ich wollte ihn so einiges fragen, aber er flog einfach davon. So, jetzt bin ich schon wieder geschwächt. Ist ein bisschen blöd, weil wir hier diesen Weltenriss noch haben, ne? Na gut, aber bis ich da bin, hat sich der Talisman vielleicht nochmal aufgeladen. Ich fürchte nämlich die Dinge, die da eventuell rauskommen könnten, wenn wir hier schon Stufe 5 Gegner haben. Das höchste, was wir bis jetzt gesehen haben, waren ja Stufe 7, wissen die alle. Hallo Schlange! Boom. Oh, was ist das denn hier? Hey, ein Sprachschiff betreibt. Ach du Scheiße. Wir sollten weitersuchen. Die Welt Niflheim freischalten. Eine von vier Chiffren. Die Welt des Nebels. Dieses Scheibenfragment scheint Teil einer Sprachchiffre für die Rune Niflheims zu sein. Wenn wir die restlichen finden, müsste ich die Sprache lesen können. Wer weiß, was wir alles lernen könnten. Also alles wieder auf Anfang. Suchen wir die Sprachchiffren. Yay. Dieses Spiel ist mit seinem Umfang doch ein ganz kleines bisschen überwältigend. Ich gebe es ganz offen zu. Ja, ich verliere so ein bisschen den Überblick, was wir noch alles machen müssen. Hehlläufer, oh. Oh Gott. Ja, es gibt zwei Gründe, warum das gerade richtig, richtig scheiße ist. Und das ist, Hehlläufer sind immun gegen die scheiß Axt. Und dazu kommt noch, das war ein gottverdammter Stufe 6 Gegner. Und zwar gleich vier davon auf einmal. Das ist ein bisschen sehr fies. Alter. Hätte er wenigstens speichern können, als ich die scheiß Chiffre eingesammelt habe, ne? Okay, aber ich weiß, dass ich diesen Weltenriss erstmal in Ruhe lasse. Da kann gerade nichts Gutes bei rauskommen, das schaffe ich nicht. Einen hätte ich vielleicht eine Chance mit hin und her tanzen, aber nicht vier. Nicht gegen... scheiße. Nicht gegen vier gleichzeitig. Atreus bleibt gleich hier oben. Ups. Na, wenigstens wird, wenn ich sterbe... Ernsthaft? Na gut, egal. Wenigstens wird, wenn ich sterbe, meine Lebensenergie wieder aufs Maximum gesetzt. Ja, das ist ja wenigstens etwas. So, wo sind wir kartentechnisch? Kartentechnisch ist das genau der Weg hier durch diese beiden Boote. Diese Drachenboote da. Das ist der Weg, wo es weitergeht. Deswegen ist das der eine Weg. Den ich jetzt aber meiner Forschung erstmal ignoriere. Na, da müssen wir mal unter den Paddeln durch dann. Erwischt!
Das war ein verdammter Stufe 5 Nachtmar. So, was ist das hier? Kann man da mit irgendwas anfangen? Sorry, ich dachte, ich hätte dich schon getötet. Alles in Ordnung. Meine Schuld. Oh, wie viele von euch gibt's denn hier? So, das war's jetzt aber, ne? Feuernachtmar. Durch Axtwurf mit R2 werden sie eingefroren und zurück zur Erde geholt. Aber nochmal, können wir hiermit irgendwas anfangen? Oh, ich bin so doof. Können wir hiermit was anfangen? Das ist ein Troll. Den müssen wir irgendwie aufwecken. Das hat aber ganz schön gedauert, bis ich das gemerkt habe, ne? Der Kanal des Steinmetzes. Ja. Läuft, ja. Ach, hier ist das. Ich geh erstmal da oben hin. Sindri! Alter Junge, zu dir wollte ich sowieso. Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Ja, kein Problem. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Wo ist denn diese Festung? Gucken wir mal auf die Karte. Ne, da unten ist ja, sind ja die Landsudaminen. Und die Festung ist da ganz im Norden, okay. Okay, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dahin zu kommen, solange wir nicht teleportieren können, weil ich wahrscheinlich nicht den ganzen Weg bis dahin renne. Sinnlos. Nicht, wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Häschers. Er hat seinen Vater ermordet. Hey, ja, Sindri. Das haben wir aber siehst auch. Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Von den Springern. Widerlich. Der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Neue Rezepturen freigeschaltet. Wo sollen wir anfangen? Ja, gucken wir doch mal. Hat einiges Neues hier. Ach, guckt mal hier die die Feuerrüstungen aus Muspelheim. Die hier, die könnten wir sogar. Nee, könnten wir nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Wüllender Plattenküras. Der kostet nur Hacksilber, aber reduziert unsere Stärke. Das Ding hier reduziert unsere Stärke auch, aber wir können natürlich weiter aufleveln. Surturs Griff der Flamme. Da ist aber der andere Griff besser, glaube ich, ne? Erzeugt einen Muspelheim-Mahlstrom, der verhindert, dass Kratos Angriffe unterbrochen werden. Die Menge an erlittenem Schaden verringert und normalen und Brandschaden bei nahen Gegnern verursacht. Ah, ja. Wir können jetzt Ressourcen kaufen, habe ich gerade gesehen. Aber nur die eine Ressource, von der wir mehr als genug haben. Super. Damit bist du gut gerüstet. Läuft ja.
Läuft ja. Na gut. So, Rüstung. Was wollen wir nicht? Klauenbogen? Gehärteten Stahl. Klauenköcher könnte ich einfach so aufrüsten. So, der Brustpanzer. Da war ich ja gerade überlegen, ob ich den tatsächlich austausche, ne? 20, 22. Der ist besser, definitiv. Einfach nur perfekt. Vor allem, wenn ich ihn jetzt aufrüste. Und dann nehme ich zum Beispiel zwei Zauberslots. Wenn ich das so sagen darf. Na komm. Wenn schon noch richtig. Wenn, dann machen wir es gleich richtig hier. So. Das senkt tatsächlich unsere Werte. Der kriegt nichts. Zurück zu dir. Der kriegt nichts. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch erstmal dabei. War da noch was? Ich überlege. So, was ist das hier für ein Pfad? Da geht's weiter nach oben. Und hier. Kommen wir einfach nur hier hin. Aber warum? Was sollten wir hier wollen? Hier oben, meine ich. Na, okay. Weiter. Einfach erstmal weiter. Wo kann ich von hier hinrutschen? Zu der Schmiede da unten. Das ist gerade nicht so wichtig. Der Rat der Walküren. Aha. Guck mal, da brennt auch irgendwas. Jetzt wird's interessant. Steuern hier, finde ich. Nee, die Heilung brauche ich gerade nicht. Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja. Was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Noch nicht. Noch nicht. Aber das könnte hier nochmal richtig, richtig spannend werden. Irgendwann später. Von daher finde ich es gut, dass wir das Portal hier schon mal gefunden und aktiviert haben. Beim Rat der Walküren. 8 Throne, 8 Walküren. Nur wo sind die Walküren selber? Warum sind sie nicht hier?
Aber ist wirklich Interessantes drin. Und das bedeutet, der See ruft wieder nach uns. Denn wir sind noch lange nicht fertig mit unserer Umrundung da. Da gibt es noch viel zu holen. Irgendwo da muss auch noch ein Schatz versteckt sein. Weil wir da noch eine Schatzkarte für haben. Hier von dem, mit der Anspielung auf God of War 1, auf den Schiffskapitän da. Da war doch irgendwo ein Schiffswrack. Da sind wir auch noch nicht hingekommen wieder. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Kratos behandelt immer alles und jeden mit größter Vorsicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ups. In welcher Richtung muss man eigentlich weiter jetzt? Unsere Erforschung da lang, ne? Da ist noch Hacksilber. Wow, wie eine komplette Stadt unter Wasser. Ja, Kleiner, eine vergessene Stadt. Wie hieß sie? Hab's vergessen. Sehr schön. Ich bin so froh, dass wir dich haben, Mimir. Ja, was täte ich nur ohne dich? Ich höre was. Interessantes Tor, wer es wohl gebaut hat. Ich glaube, ich höre den dritten Drachen. Wo will ich anlegen? Moment, warte. Dich schnetzel ich noch. Und zack. Ich hau dem erstmal volles Brett aufs Maul hier. Denn ich habe gerade gesehen, der hat schon wieder Gefährten dabei, der Junge. Oh, hier ist wieder eine Kammer. Meine ich das auch. Das war schwerer als sonst, oder? Es ging. Es ging, es war jetzt nicht so unglaublich schwer, dass wir es gar nicht schaffen konnten. Wilder Oger. Diese Oger sind von ähnlicher Statur wie die gewöhnlichen, können jedoch mit einem Sprung große Distanzen zurücklegen und sie stinken erbärmlich. Ich frage mich, ob sie deswegen ständig so wütend sind. Das weiß ich nicht.
Hehl-Schattenspeer. Sie nutzen eine Eismauer zum Schutz. Vater kann die Axt werfen, wenn sie aus der Deckung auftauchen, oder wirft sie hinter sie und ruft sie zurück, um sie von hinten zu treffen. Ja, wenn ich soweit denke während des Kampfes, kann ich das durchaus machen, aber... Meistens denke ich im Kampf doch ein bisschen simpler als das. Und hier ist das nächste Kammer hier. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Oder hatten wir die schon mal aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir hier weitersuchen. In der nächsten Folge von God of War. Bis dann.